Wir starten wieder in die Woche mit vielen aktuellen Nachrichten aus Ihrer Region. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich zu Ihrem Journal bei RegioTV Bodensee. Heute unter anderem mit diesen Themen. Schönheit im Stall. Die schönste Kuh in Baden-Württemberg lebt derzeit in einem Biberacher Stall. Orchester. Heeresmusikchor spielt jüdische Musik. Und Gewitter. Zum Wochenstart folgen Unwetter auf leichte Schauer. Es hat schon wieder in Aulendorf gebrannt. Erst im Februar war auf dem Aulendorfer Wertstoffhof ein Feuer ausgebrochen. Diesmal brannte es am Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg. Der Schaden geht in die Millionen. Heute am Tag nach dem Großbrand beginnen die Aufräumarbeiten und die Suche nach der Brandursache. Paulina Stumm berichtet aus Aulendorf. Es sind nur noch verkohlte Reste und verbogenes Metall, das sich am Montagmorgen nach dem verheerenden Brand in den Himmel streckt. Gegen 10 Uhr am Sonntagabend war das Feuer auf dem Hof des Landwirtschaftlichen Zentrums ausgebrochen. Rund 170 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Aulendorf, Bad Waldsee, Altshausen, Bad Schussenried und Weingarten bekämpften über Stunden hinweg die Flammen. Sie verhinderten ein Ausbreiten auf weitere Ställe. Der brennende Gebäudekomplex, in dem auch teure Schulungsgeräte und moderne Melktechnik standen, wurde indes völlig zerstört. Die Polizei geht in einer ersten Schätzung von rund 3 Millionen Euro Schaden aus. Eine spezielle Herausforderung stellte für die Feuerwehr neben der Löschwasserversorgung auch die nahe Biogasanlage dar. Die Biogasanlage hat natürlich Druck entwickelt, weil die ja immer weiter gefüttert war, sage ich einfach mal, von den Gase aus dem Stall raus. Und da haben wir dementsprechend dann oben am Dom den Deckel gelupft und dass das Gas austreten hat können und haben das dann mit einem Großraumlüfter in der Atmosphäre verbreitet und haben Wasser dazu gemischt, sodass keine Gefahr für die Umwelt und auch für die anwesenden Rettungskräfte bestanden ist. Welche Gefahr hätten bestanden? Ja, wenn die Gaskonzentration dementsprechend besser wäre, hätte es eventuell explodieren können. Erst im Februar ist auf dem Aulendorfer Wertstoffhof eine Halle abgebrannt. Der Brand im landwirtschaftlichen Zentrum dürfte allerdings ein etwa doppelt so großes Ausmaß haben. Schwer verletzt wurde indes auch diesmal niemand. Die Feuerwehr spricht von 4, 5 leicht Verletzten. Ins Krankenhaus musste keiner. Auch die Tiere, vor allem Kälber und Kühe, wurden alle gerettet. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. In Oberndorf am Neckar steht heute der Friedensaktivist Hermann Theissen erneut vor dem Amtsgericht. Ihm wird Hausfriedensbruch beim Waffenhersteller Heckler & Koch vorgeworfen. Dort hatte Theissen im Mai 2015 vor den Werkstoren Flugblätter gegen illegale Rüstungsexporte verteilt. Der erste Verhandlungstag im März hatte hierzu noch kein Urteil gebracht. Theissen selbst sagte in der vergangenen Woche, der bisherige Verhandlungsverlauf sei an Absurditäten nicht mehr zu überbieten. Und nun zu weiteren Nachrichten aus der Region. Entwarnung nach Amok-Alarm. An der Geschwister-Scholl-Schule des Körperbehindertenzentrums Oberschwaben in Weingarten hat es am Montagnachmittag wegen des Verdachts auf einen Amoklauf einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Das Schulzentrum war deswegen weiträumig abgesperrt. Viele der 350 bis 400 Schüler hatten sich in Klassenzimmern und anderen Räumen eingeschlossen. Die Polizei durchsuchte die Gebäude systematisch und konnte rund 2 Stunden, nachdem der Alarm ausgelöst worden war, Entwarnung geben. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Alarm über einen Telefonanruf ausgelöst. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Brand im Wohnhaus. Auf 100.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden nach einem Brand in einem Wohnhaus in Hohentengen im Kreis Sigmaringen. Das Feuer ist am Samstagabend ausgebrochen. Feuerwehrkräfte aus Hohentengen, Mengen und Bad Saulgau konnten verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Verletzte gab es nicht. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand in dem Haus. Großeinsatz am Lindauer Hafen. Feuerwehr, Wasserwacht und Wasserschutzpolizei sind am Sonntagnachmittag mit einem Großeinsatz im Lindauer Hafen beschäftigt gewesen. Ein mit Wasser vollgelaufenes Boot drohte unterzugehen. Der Alarm kam um kurz vor 14 Uhr. Ein Bootsbesitzer hatte bemerkt, dass sein Boot im Lindauer Hafen mit Wasser volllief.
Von wo das Wasser ins Boot gelangt ist, ist laut Max Witzigmann, Kommandant der Lindauer Feuerwehr, noch unklar. Bevor die Einsatzkräfte mit dem Auspumpen des Bootes beginnen konnten, mussten sie eine Ölsperre um das Boot ausbringen, damit beim Auspumpen keine Schadstoffe ins Wasser gelangen. Das Boot lag in der Nähe der Allguthalle. Weil die Einsatzkräfte mit ihren großen Wagen dort nicht hinfahren können, haben sie die Ölsperre zunächst im Bereich des Bahnhofs ausgebracht und mit Booten zum sinkenden Schiff transportiert. Dabei haben jede Menge schaulustige Touristen zugesehen, die sich am Sonntagnachmittag am Hafen tummelten. Neue Mitte Erber wird bald eingeweiht. Verwunschen lag sie lange da, die alte Rohrbrücke über die Argen hinter dem Landfahrerplatz. Jetzt ist sie freigelegt und am 12. Mai soll sie wieder eröffnet werden. Dies erklärte Wangens OB Michael Lang beim ersten Bürgerspaziergang des Jahres zur Landesgartenschau. Damit gehört sie inoffiziell zum entsprechenden Gelände. Offiziell ist dies bei der neuen Mitte rund um den Kamin der Fall. Auch diese soll am 12. Mai eingeweiht werden. Der Platz war 2017 mit Fördermitteln des Bundes entstanden. Rolls-Royce Power Systems trennt sich von L'Orange. Der Motorenhersteller RRPS, zu dem auch das Häfler-Unternehmen MTU gehört, verkauft den Stuttgarter Spezialisten für Einspritzsysteme L'Orange. 700 Millionen Euro bekommt RRPS dafür. Der US-amerikanische Industriekonzern Woodward kauft das Unternehmen auf. RRPS will sich mit dieser Entscheidung mehr in Richtung integrierter Service-Dienstleistung entwickeln. Für viele hat der Weg zur Arbeit heute Morgen etwas länger gedauert als sonst. Wegen Bauarbeiten ist heute die B31 zwischen Friedrichshafen und Ehriskirch gesperrt. Lange Staus auf den Umleitungsstrecken waren die Folge. Wer heute Morgen aus Richtung Lindau nach Friedrichshafen unterwegs war, der musste viel Geduld mitbringen. Denn ab heute ist die B31 zwischen Ehriskirch und Friedrichshafen-Kitzenwiese halbseitig gesperrt. Die Strecke wird wegen Fahrbahnschäden saniert. So lange fließt der Verkehr in Richtung Lindau wechselseitig durch die Baustelle. In Fahrtrichtung Friedrichshafen führt ab Kressbronn über Tettnang und Lochbrücke eine Umleitung. Doch auch die war heute komplett dicht. Vor allem auf der B467 bei Tettnang und auf der Strecke zwischen Tettnang und Siebratshaus reihte sich Fahrzeug an Fahrzeug. Nur im Schritttempo ging es hier voran. Die Sanierungsarbeiten wurden vom Regierungspräsidium Tübingen angeordnet. Der komplette Fahrbahnaufbau soll erneuert werden. Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten, wird im Schichtbetrieb von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang gearbeitet. 9 Wochen lang bis zum 15. Juni soll die Sperrung noch bestehen. Lediglich während der großen Messen soll die Strecke dann vorübergehend wieder beidseitig befahrbar sein. Herzlich willkommen zurück. Einfach loslaufen, die Arme ausbreiten und abheben. Den Traum vom Fliegen haben viele. Mit viel Übung und einem Gleitschirm kann dieser Traum nun wahr werden. In Fronten im Allgäu haben sich bei den baden-württembergischen Meisterschaften im Gleitschirmfliegen 120 Piloten gleichzeitig in die Lüfte geschwungen. Meine Kollegin Lilia Ben-Amor hat sich auch getraut. Hier sehen Sie ihren Bericht. Ein paar Seile und ein bunter Schirm. Mehr hält die Gleitschirmflieger nicht in der Luft. Auf dem Breitenberg in Fronten im Allgäu sprinten sie einmal kräftig los, dann heben sie ab. Bei den baden-württembergischen Meisterschaften müssen sie so schnell wie möglich vorgegebene Koordinaten abfliegen. Zum ersten Mal richtet der Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Friedrichshafen die Meisterschaft aus. Der beste Pilot gewinnt, ich versuche mein Glück auch. Und bei den Konkurrenten sehe ich, nicht jeder Start gelingt. Heute darf ich mitstarten bei den baden-württembergischen Meisterschaften. Wie sind denn unsere Chancen, dass wir den Sieg einholen? Die Konkurrenz ist groß, aber wenn wir uns anstrengen, speziell die Passagierin, die muss natürlich echt gut mitmachen, dann sind wir richtig dick dabei vorne. Natürlich machen wir nicht mit. Wir gucken nur zu und bestaunen die anderen, wie sie den Wettkampf bestreiten. Aber ich habe schon gehört, man braucht gute Physikkenntnisse. Ich hatte eine 4, reicht es? Reicht. Wenn man es nachher aufs Fliegen gut anwenden kann, dann reichen die Kenntnisse. Später lebt man sehr stark von der Erfahrung, die man sammelt während der Fliegerei am Berg. Wenn man das Ganze beobachtet, die Wolken, den Wind, die Sonne, das ist nachher wichtiger, die Erfahrung. Dann geht es auch schon los.
Im Gegensatz zu den Wettkampffliegern starte ich nicht allein. Ich bin mit meinem Tandempartner über Seile verbunden. Unser Start gelingt 1A und dann fliegen wir plötzlich mehrere hundert Meter über das Tal. Die Sportler tragen einen GPS-Tracker bei sich, mit dem die Wettkampfleitung ihre Flugroute kontrolliert. Auf Schnelligkeit und Wettkampfregeln kann ich mich aber nicht konzentrieren. Also speziell dieses Startgefühl, das ist was, an was ich mich nie gewöhnen werde. Das finde ich bei allem immer noch, auch wenn es nachher vielleicht hochgeht oder so. Aber dieses vom Start weggetragen werden, und das finde ich auch immer sehr beeindruckend, wenn man vom Schirm weggetragen wird und wenn man dann auch die Kräfte der Natur merkt, wenn man merkt, da trägt einen was weg, was man nicht sieht. Wir produzieren keinen Müll, wir haben keinen Motor, wir genießen einfach nur das, was die Sonne uns bereitet, nämlich diese aufsteigende Warmluft. Und da gehen wir rein und versuchen das zu nutzen. Die Wettkampfflieger haben spezielle Schirme und Techniken, um selbst die schlechtesten Wetterbedingungen zu nutzen. In der Gesamtwertung war es der Deutsche Marc Wensauer, der die meisten Punkte holte. Statt Punkte zu holen, schrauben wir uns in einer schnellen Spirale Richtung Boden. Der Häfler Jochen Fissinger schaffte es bei seinem Debüt direkt auf Platz 6 in Baden-Württemberg. Ich bin nur froh, dass ich heil wieder unten ankomme. Jetzt haben wir es geschafft. Wie habe ich mich angestellt? Welche Platzierung habe ich gemacht? Also im Starten sehr gut. Man hat es ja vor uns gesehen. Das muss nicht zwangsweise gut laufen, aber das ist echt super gemacht, super gelaufen. Ja, alles top. Wir hatten sogar noch Zeit für Sperenzchen. Genau, wir haben eine kleine Spirale gemacht und nach dem, was ich gehört habe, hat es dir gefallen. War super. Ich habe auch ganz schön geschrien, weil es mir so gut gefallen hat. Vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne. Eleganter Knochenbau, ein Feinfuß, eine gerade Körperhaltung. Mit diesen Eigenschaften hat sich Forteas einen ganz besonderen Titel geholt. Sie ist Grand Champion Braunvieh 2018. Die schönste Kuh in Baden-Württemberg. Doch wie lebt eigentlich so eine prämierte Kuh? Wir haben Forteas in einem Stall bei Biberach besucht. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Kuh im ganzen Land? Sie. 750 Kilo leicht, liebt saftiges Gras und wohnhaft auf einem Hof bei Biberach. Forteas. Landwirt Aaron Albinger hat mit ihr den Titel Grand Champion Braunvieh 2018 bei der Landesschau der Rinderzüchter abgeräumt. Doch was macht eine schöne Kuh eigentlich aus? Sie muss normal groß sein und sollte möglichst breit sein, sollte einen geraden Rücken haben und feine Füße und ein sehr gutes Euter. Lang und breit und drüsig. Wenn es ums Stylen von Forteas geht, packt die ganze Familie mit an. Mutter Marina und die beiden Söhne Micha und Elias unterstützen den 30-jährigen Familienvater gerne bei seinem durchaus außergewöhnlichen Hobby. Forteas war übrigens nicht die einzige Milchkuh, mit der Aaron Albinger bei der Schau angetreten ist. Insgesamt mit 7 Tieren nahm er teil. Für ihn sind die Züchterwettbewerbe ein wichtiger Ausgleich zum Hofalltag. Also für mich als Züchter macht es natürlich Freude, an der Tierschau teilzunehmen, weil an der Gesellschaft mit den anderen Züchtern, an den Gesprächen, die man dabei hat und andererseits ist es dann auch ein Prestige für unseren landwirtschaftlichen Betrieb und das alles ist so als Gesamtes ein Hobby von mir. Das große Geld bringen Titel wie die schönste Kuh Baden-Württembergs aber nicht, wie der Landwirt weiter erzählt. Vielmehr gehe es um Prestige unter den Züchtern. Ein anderes Leben lebt Forteas wegen ihres Titels aber nicht. Schlafen, kauen, melken, kauen, schlafen. Ihr Tag sieht im Stall des Biolandhofs genauso aus wie das ihrer 260 anderer Mitbewohnerinnen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was in der Welt des Sports in unserer Region so passiert ist, hier nun die Sportnachrichten. Top-Stürmer für die Tower Stars. Die Ravensburg Tower Stars haben sich für die kommende Saison die Dienste von Robbie Charnick gesichert. Der 28-jährige US-Amerikaner schoss in der diesjährigen Saison in der deutschen Eishockey-Liga 2 38 Tore und gab 29 Vorlagen. Mit Krimitschau sorgte Charnick bereits in den Pre-Playoffs für das enttäuschende Saison aus der Tower Stars.
Unnötige Niederlage für TVW-Handballerinnen. Die Handballerinnen des TV Weingarten haben in der Württembergliga eine knappe 25:26 Niederlage erlitten. Gegen die SG Hofen-Hüttlingen gab die Mannschaft von Trainer Daniel Kühn den Sieg leichtfertig aus der Hand. Erst verspielten sie eine 14:10 Halbzeitführung, dann vergaben sie 2 7-Meter in den Schlussminuten. Pech für den TSV Tettnang. Am 15. Spieltag der Fußball-Oberliga ist das Damenteam vom TSV Tettnang dem Karlsruher SC mit 0:1 unterlegen. Entschieden wurde die Partie durch einen Strafstoß in der 29. Minute. Geprägt war das Spiel jedoch vor allem durch zahlreiche hochkarätige Torchancen, vor allem in der zweiten Halbzeit, die jedoch auf beiden Seiten ungenutzt blieben. VfB-Team will ins Final Four. Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen stehen kurz vor dem Einzug ins Champions-League-Finale. Dazu ist aber morgen Abend ein Sieg in der heimischen ZF-Arena nötig. Gegner sind die polnischen Meister aus Sachsa. Zu Hause sind die Häfler bisher noch ungeschlagen. Trainer Vital Heinen erwartet morgen um 20 Uhr ein knappes Spiel. Die HVRW Laupheim scheint den Handballern von der HSG Friedingen-Mülheim einfach nicht zu liegen. Nach der Hinspielniederlage auswärts setzte es jetzt auch zu Hause eine Niederlage. Bis zur 45. Minute konnten die Mannen rund um HSG-Coach Mike Novakovic trotz mangelndem Spielfluss noch dranbleiben. Doch nach diesem 7-Meter-Tor durch Florian Fritz zogen die Laupheimer auf 25:21 davon. Dieser Vorsprung war nicht mehr einzuholen. Und am Ende stand es leistungsgerecht 30:28 für die Gäste. Der VfL Nendingen hat in der Fußballkreisliga A einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gelandet. Die VfL-Kicker haben im Kellerduell den SV Deilingen mit 2:1 besiegt und liegen nach diesen 3 Punkten einen Zähler vor dem Relegationsplatz. Dabei haben die in der Schlussphase immer hektischer und nervöser werdenden Nendinger bis zum Schlusspfiff zittern müssen, bis der Sieg gegen den Tabellenletzten festgestanden hat. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück. Unter dem Motto Hava Nagila übersetzt, lass uns glücklich sein, tourt das 50-köpfige Bundeswehrorchester quer durch Baden-Württemberg. Das Programm gibt einen Einblick, wie facettenreich die jüdischen Einflüsse die Musikkultur beleben. SZ-Redakteur Markus Reppner hat mit dem Musikchef des Chors gesprochen. Ein deutsches Heeresmusikchor spielt jüdische Musik. Das ist doch sehr ungewöhnlich, oder? Tatsächlich, das habe ich zumindest in meiner ganzen Laufbahn jetzt dann noch nicht erlebt, dass ein Militärorchester ausschließlich jüdische Komponisten oder Komponisten mit jüdischem Hintergrund mit ins Programm aufgenommen hat. Das ist ganz zufällig entstanden tatsächlich. Genau. Wie sind Sie? Sie sind derjenige, der für das Programm verantwortlich ist. Sie haben die Auswahl getroffen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, mit jüdischen Komponisten aufzutreten? Also das ist ja eine ganz wunderbare Aufgabe in meiner Tätigkeit, dass ich tatsächlich als musikalischer Leiter des Orchesters auch dafür verantwortlich bin, welche Stücke wir aufführen bei den Konzerten und wie es ganz explizit zu diesem Programm gekommen ist, ist ein Musiker beteiligt gewesen, der ist zu uns versetzt worden, der war beim Marinemusikchor in Kiel und ist nach Ulm gekommen und er hat mir vorgeschlagen ein Stück, wo er als Sänger auftritt. Er ist nicht nur ein fantastischer Klarinettist und Saxophonist, er hat ein Stück vorgeschlagen, wo er als Gesangssolist auftritt. Das ist ein ganz toller Entertainer und er hat mir vorgeschlagen, bei mir bist du schön. Und natürlich, also man kennt die Musik ja von diesen Andrew Sisters bekannt geworden, schon so vom Rundfunk her, aber letztendlich, wo diese Musik herkommt, wer sie komponiert hat, das kannte ich nicht. Und so bin ich so mit meiner Recherchenarbeit, dann bin ich irgendwie per Zufall tatsächlich in diesen Bereich der jüdischen Musik vorgestoßen und war hin und weg, welche tollen Komponisten es gibt mit jüdischem Hintergrund. Welche Komponisten haben Sie denn ausgewählt für Ihr Programm? Also wirklich nur Komponisten, eben, die eben Juden waren oder eben jüdischer Abstammung sind, waren. Letztendlich sind es Komponisten wie alle anderen natürlich auch. Also es gibt jetzt kein einziges Musikstück, das jetzt ganz, ganz speziell jüdische Musikkultur aufgreift. Es gibt schon ein Werk, das ist für Symphonisches Blasorchester von Adam Gopp, das ist kein Jude.
Aber er hat in seinen Yiddish Dances eine Suite komponiert, die tatsächlich auch jüdische Musikkultur aufgreift. Speziell eben diese Klezmer-Musik. Aber alle anderen Werke sind im Prinzip ganz frei Musikstücke, die jetzt erstmal mit jüdischer Musikkultur nichts zu tun haben. Gleichwohl es natürlich eben alles Komponisten sind mit jüdischem Hintergrund. Können Sie sich das vorstellen, dass das ein Standardprogramm wird für Sie? Also zumindest für die nächsten Konzerte. Also ob ich das Thema jemals wieder aufgreife, bestimmt, denn es gibt unglaublich viele schöne Komponisten, die jüdischer Abstammung sind oder mit jüdischem Hintergrund. Nach dem wunderbar sonnigen Wochenende folgt zum Start in die Woche viel Grau, Regen und ab Dienstagnachmittag noch mehr schlechtes Wetter. Wie schlimm es wird, erklärt Ihnen jetzt Corinna Borau aus unserer Wetterredaktion. Hallo zum Wetter hier bei Regio TV. Das Hochdruckgebiet, das uns ein frühsommerliches Wochenende mit viel Sonnenschein beschert hat, das verzieht sich hier weiter nach Osteuropa von Westen. Da übernehmen zunehmend die Tiefdruckgebiete die Wetterregie. Das heißt, es wird auf jeden Fall wechselhafter. Es kommt aus Süden zwar weiterhin recht milde Luft zu uns, aber die hat eben vom Mittelmeerraum viel mehr Feuchtigkeit. Das heißt, viele Wolken und Schauer und Gewitter sind mit von der Partie. Der Dienstag verläuft also ziemlich wechselhaft. Die Sonne zeigt sich nur ab und zu zwischen den Wolken. Ansonsten fällt immer wieder Regen und teils sind eben vor allem am Nachmittag auch Gewitter mit von der Partie. Und auch die Temperaturen sind nicht mehr ganz so frühsommerlich wie jetzt am Wochenende. Wir haben Höchstwerte von 10 bis 19 Grad. Und auch in der Region am Bodensee verläuft der Dienstag sehr wechselhaft. Ab und zu etwas Sonnenschein, aber immer wieder einzelne Schauer und eben auch Gewitter. Und das bei Höchstwerten von 13 bis 19 Grad direkt am Bodensee. Und die Woche, die geht auch wechselhaft weiter, aber weiterhin auf einem recht hohen Temperaturniveau. Höchstwerte von um die 20 Grad, aber neben Sonnenschein gibt es eben auch immer wieder Schauer Richtung Wochenende. Sieht es aber auf jeden Fall trockener aus und auch freundlicher. Und das bei Höchstwerten von 20 bis 21 Grad. In der Nacht ist es mit einstelligen Tiefstwerten aber frisch. Das war's auch schon wieder mit unserem Journal an diesem Montag. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.